So. Okay, was wird jetzt gemacht? Gut, Goblins ausgezogen und die Power hergestellt. Müssen wir da nochmal gucken, was unser unser Pumpstack da macht. Meine Hoffnung ist ja immer noch, dass da heute ordentlich was vorangeht. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, ich bin ab wahrscheinlich kurz nach 11 schon wieder offline. Ich bin total kaputt heute. Aber das heißt ja nicht, dass die Zwerge darunter leiden müssen. Die schaffen das schon. Die werden heute ordentlich was reißen, hoffentlich. Es ist schon wieder ein Jahr um. Erster, erster. Was passiert jetzt? Die Elfen kommen im Frühjahr, ne? Ich glaube, die kommen in ein paar Monaten. Mal gucken, ob wir zu viele Bäume gefällt haben oder nicht. Ansonsten haben wir ganz, ganz mies gelaunte Elfen zu Besuch. Aber damit kommen wir auch klar, ne? Wenn wir mit Untoten und so weiter klarkommen, kommen wir auch mit schlecht gelaunten Elfen klar. Da bin ich ganz optimistisch. Guck mal, da werden die ganzen Statuen gerade weggeschleppt. Dass wir hoffentlich das Mausoleum jetzt auf episch springen, dass der Duce zufrieden ist. Heißt das, da wir jetzt schon wieder einen neuen Rang haben und der so tolle sagt, dass wir uns doch in Richtung Kingdom bewegen? Ich fände das halt total cool. Ich würde schon gerne mal irgendwie. Was ist mit Ari? Was ist passiert? Duke of Web Guilds. Become a Duke. Aha. Was heißt das? Sind wir jetzt schon wieder was anderes? Sind wir jetzt immer noch City? Aber, nee, steht Duchi. Immer noch Duchi. Oder ist er jetzt von irgendeiner Gilde, ist er da jetzt befördert worden? Siege to the Fortress. Super. Was ist es? Ein experimenteller Rekrut. Erstmal wieder gucken. Jetzt wieder weg. Das sind wieder diese Sieges. Direkt wieder vorbei. Die ganzen Untoten hören einer Geschichte zu. Wer erzählt die denn? Tell Story. Ein Nekromancer erzählt den ganzen Ghoulen eine Geschichte. Oh, ist das nett. Guck mal, der Stalker, der Zombie hört zu. Der Ghoul. Noch ein Ghoul. Aber ganz viele Ghoule hören zu, wie der Nekromancer ihnen eine Geschichte erzählt. Das ist schon sehr herzergreifend. Ja, ist ja gut. Wieder vom wie vorhin hier. Nur einmal kurz gucken und dann weg. Das wäre voll nett. Ja, okay, danke. Ist das immer so im Frühjahr, dass sie nur einmal kurz gucken? Und das Werbies, der Werbies hat sich wieder zurückverwandelt. Wie gesagt, das dauert noch ein bisschen, aber wir kriegen das hin. Wir werden die hier eingesperrt kriegen. Also wir werden dort die Goblins sammeln, die Nackten. Habt ihr außer abgesehen von dem einen schon irgendeinen fertig ausgezogen? Nee, ne? Ist auch viel zu viel zu tun wieder, ne? Viel zu wenig Zwerge für viel zu viel Arbeit. Und die Statuen scheinen auch unglaublich schwer zu sein. Die schleppen ja ewig. Aber dann haben wir wenigstens gleich sein Grab in Schön, ne? Muss ja vorplanen. Kommen wir nachher noch einen anderen. Also würde der König noch mal ein neuer Noble sein oder ist das der hier? Weil der braucht jetzt schon so viel Intruders. Och Mensch, was ist denn jetzt schon wieder? Was kommt denn jetzt zu Besuch? Der Nekromancer schon wieder. Hier mittendrin! Alter. Aber der haut ab. Bitte nichts wiederbeleben. Bitte nichts wiederbeleben. Einfach weitergehen. Warum nicht für Katze damit? Warum laufen die Katzen dem hinterher? Also, der ist nicht wirklich Intruder, glaube ich. Der ist einfach nur da. Und vielleicht jetzt nicht gerade der beste Freund von uns. Aber er ist erstmal nur da und haut ab. Der war doch vorhin noch ein Gast. Warum ist er dann plötzlich jetzt als Intruder gemarkt worden? Also, ab von da, wo er stand, würde ich sagen, der war vorher bestimmt in der Taverne.
hat einen getrunken und wurde dann festgestellt, oh Moment, den wollen wir gar nicht. Der ist gar nicht so nett. Ist ein böser Totenbeschwörer. Nicht so wie die anderen Kollegen, die wir hier haben. Lässt sich aber auch wieder Zeit, ne? Die gerade alle so langsam? Nein, sind sie nicht. Ist er weg? Na, da. Da geht er gerade. Und gleich ist er verschwunden. Alles gut. Wir haben hier keine Bösen. Alles Freunde hier. So. Hier läuft. Wir können schon den nächsten wieder bauen. Direkt alles in Auftrag geben. Vielleicht kriegen die Elfen nicht mit, dass wir so viel Holz gefällt haben, wenn wir es direkt verarbeiten. Nein! Wir haben überhaupt keine Bäume gefällt und nichts aus Holz gebaut. Deswegen habe ich die Steinmauer drum umgezogen. Damit die das nicht sehen. So, ist der Noble jetzt glücklich? Nö. Weil ihm der. Ach so, wegen dem Armor Stand, okay. BA. Needs Armor Stand. Wird nicht abgehakt. Was macht denn unser Noble hier, unser Manager schon wieder? Unser Manager ist. Hast du gerade irgendwas Wichtiges zu tun? Bist du depressiv? Irgendwas? Der erste Zeh am linken Fuß ist gebrochen. Wann? Wieso? Warum? Weshalb? Wann ist das passiert? Liegst du im Krankenhaus? Wer war das? Ein Katzenkind ist am Kämpfen. Wann wart ihr am Kämpfen? Am zweiten Granit, dritten Granit? Das ist der sechste Granit. Warum? Die Katze kämpft gegen eine andere Katze? Die Katzen prügeln sich schon wieder. Das sind aber nur die Katzen. Und der Tavern Keeper. Aber der war am Kämpfen. Das war bestimmt hier wieder dieses. Ja, ist egal. Lass sie kämpfen. Lass sie kämpfen. Ja, der nächste. Direkt. Wieder direkt. Na, BMW. So. Das funktioniert. Mit den Goblins war. Ich weiß nicht, wann ich die Goblins jetzt umbauen kann. Kann ich die jetzt schon umbauen? Bleiben ihre Klamotten dann liegen? Ich weiß es nicht. Wir können es ausprobieren. Ich könnte ja einfach mal. Keine Ahnung. Wir suchen die Goblins. Wir nehmen dich. Dich. Wie viele nehmen wir denn jetzt? 8 Stück erstmal da rein? Irgendwie sowas? Ich glaube, das müsste erstmal reichen, wenn wir so 8 Stück hier. So, noch ein Goblin. Ich könnte auch die Untoten hier reinstellen, aber ich glaube, die Untoten sind von so einem Werbiest oder einem Wertapier überhaupt nicht beeindruckt. Also ich glaube nicht, dass die das wirklich interessiert. So, und da noch einen. So. So, wir dann mal gucken, jetzt bringen sie die da hin. Hoffentlich nackt. Und wenn wir die Goblins da weg, guck mal, der räumt sie so weg. Kommen die jetzt nackt da an oder nicht? In der Theorie ja. Praktisch weiß ich es nicht.
Dann packen wir den Wehrtapir damit rein. Also nach seiner nächsten Verwandlung werden wir ihn da oben einfach stationieren, einsperren. Mauern wir das oder machen was mit Floodgate? So ein Wehrtapir ist ja kein Building Destroyer. Ich glaube, da können wir es mit Floodgate machen. Dann können wir den auch wieder rauslassen. Ja, das sieht nach einem nackten Goblin aus. Okay. Die scheinen nackt zu sein, wenn wir es umlagern. So, das heißt, wir bräuchten da, können wir schon mal theoretisch auch machen. B, Shift, T war das. So, L. So, mach einfach mal hier. So. Haben wir da schon mal den Hebel vor. Dann bauen wir noch das Floodgate. Setzen wir einfach hier hin. Ein schönes Marble Floodgate. Warum nicht? Sollen sich ja wohlfühlen. Dann können wir das da anschließen nachher, wenn unsere Mechanics genug Zeit haben. Ich glaube, das, was ich da wegbringe, das ist, glaube ich, alles gedumpt, ne? Ist doch alles gedumpt worden. Ist nicht schlimm. Wo seid ihr denn jetzt? Ach, da laufen die mit ihren Käfigen rum. Dann werden wir 2, 4, 6, 8, 9 nackte Goblins einem Wehrtapir zum Fraß vorwerfen. Das ist nicht nett, ne? Das Floodgate da jetzt schon hingesetzt? Nee, oder? Ich sollte das erstmal noch nicht bauen. Damit sie die Käfige erstmal setzen können. Das ergibt mehr Sinn. Sonst lassen die gleich einfach die Käfige irgendwo fallen, weil das Floodgate plötzlich im Weg steht. Das wäre ja auch doof. Clear Glass Window has been completed. Oh ja, endlich. Endlich. Glas. Warte. Wie ist denn das jetzt nochmal? Showcase. Ah, das war doch hier. Dachte ich. Ich kann es auch anders machen. Ich kann es auch einfach so. UMQ. Dann kann ich nicht hier Showcase machen? Nö. Case. Display Case war das, nicht Showcase. Wir machen ein Display Case und zwar 5 Stück. Einmal bitte 5 Display Cases herstellen. Hat er immer noch nicht ab. Was macht denn unser Manager die ganze Zeit? Manager, Son, irgendwas. Manager, Son, irgendwas. Wo bist denn du? Manager, Manager. Ich lese keinen Manager. Trader? Tavern Keeper? Manager, da! Ach, der trainiert schon wieder. Wir sollten die Manager aus dem Militär mal endlich, also solche Sachen aus dem Militär rausnehmen. Fertig. Son, irgendwas? Ist hier nicht mit bei? Hier? Bist du unser Manager? Wenn ja, jetzt Feierabend. Ich hoffe, der war's. Wir müssen das Militär verstärken. Es geht nicht anders. Ich weiß nur nicht mit wem. Mit einem Miller zum Beispiel und einem Animal Trainer und einem Beekeeper. So. Einfach irgendwas nehmen. Was haben wir hier noch Schönes? Woodburner, nee, den vielleicht nicht. Furnace Operator wäre auch Bookkeeper, wäre doof. Doktor, Glasmacher. Ja, von mir aus du noch. Haben wir noch was schönen Jäger. So. Fertig. Und wir haben wieder 2 Trupps Militär voll. Von denen jetzt 5 Leute noch trainiert werden müssen, aber es ist nicht schlimm. Das gehört dazu. Das heißt, jetzt werden die Sachen auch abgehakt und die Sachen werden hergestellt. Das hilft schon mal ungemein, wenn die Leute auch tun, was man denen sagt. Fehlen noch 2 Käfige. Also da steht jemand mit dem Käfig. Aber was hat der vor mit dem Käfig? Die Elfendiplomaten sind da. Jetzt werden wir erfahren, ob das alles, ob das jetzt gepasst hat oder ob die sauer werden. Gut, dass wir gerade neue Soldaten angestellt haben. Gut, dass wir die jetzt.
Ihr greift an. Ja, ihr scheint anzugreifen. Sehr entspannt jedenfalls. Seid ihr alle? Scheint alles zu sein, ne? Ist ja nicht viel. Was, wirklich alles? Okay. S-A-M. Könnt ihr schon mal dahin laufen. Die fangen wir direkt draußen ab. Also mal ganz ehrlich. Jetzt kommt der Größenwahn hier, ne? Vielleicht sollten sie sich erstmal draußen sammeln. Also nicht direkt vor dem Feind schon, sondern vielleicht einmal erstmal hier. Damit ich sehe, wer überhaupt kommt zum Dienst. Ist nämlich aktuell nur einer. Ne, da kommen zwei, drei. Okay, es kommen welche. Vier. So ist brav. Du läufst ein bisschen weit. Wo willst du hin? Das ist hier so ein suizidaler Zwerg, ne? Das sind sie alle, ne? Ja, die ziehen einfach durch. S-A-M. Ein tiefer. Nach da. So, der erste kämpft und stirbt. Unschlüssig, ob er stirbt. Er kämpft zumindest. SBM kommt einfach mit. Kann mit dahin laufen, so. Hätte gleich beide Truppen nehmen sollen. Größenwahn ist nicht gut. Steht ihr jetzt nur da oder kämpft ihr auch? Ich habe irgendwie das Gefühl, die stehen da nur und kämpfen nicht. Kämpft ihr oder sterbt ihr nur? Alles tot? Hungrige Köpfe. Ihr seid aber wieder unten, ne? Ja, okay. Die hungrigen Köpfe können fliegen. Das ist das Problem. Deswegen darf hier unten in der Marktmanne nachher nicht zu wild graben. U-M, nein, nicht U-M. S-A-O und B-O. Guck mal, zwei wieder verloren. Es waren bestimmt die Untrainierten. Die haben sich direkt mutig dem Feind entgegengeworfen und sind draufgegangen. Die hatten wahrscheinlich noch nicht mal vernünftige Rüstung an. War noch nicht lang genug dabei, ne? Ich jetzt gucke. Nee, sind andere gestorben. Was sehen wir denn da? Woodcrafter. Und ein Furnace ab. Nein, Furnace ist doof. Cook, Herbalist, Sutterer? Ein Weber? Können auch einfach einen Trader nehmen. Wir haben ja unseren eigentlichen Trader. Uwasch, irgendwas ist ja nicht unser Trader, oder? Walker? Nein, ist ein anderer. Ist eigentlich nur der Diplomat gekommen? Ja, ne? Der hat keine Leute mitgebracht. Okay, dann werden wir gleich mal sehen, was da passiert. Es gibt bestimmt hier unten in dieses vollgestopfte Büro. Und dann gucken wir mal. Also die Sachen sind abgehakt. Display Cases werden jetzt auch. Ich finde das total super mit den Display Cases. Das heißt, wir müssten ja hier Check und dann müssen wir eigentlich auch nur hier RP machen. Und zwar so N5. N5 und N5. So. Dann werden jetzt immer 5 Display Cases hergestellt. Das schaffen wir eh nicht, weil das Glas braucht ja ewig, solange wir die Magma halt noch nicht hier oben haben. Aber es ist nicht schlimm. Wie sieht das hier aus? Ne, wenn wir die Elfen schon provozieren, dann bitte richtig.